Puh. Wer hätte gedacht, dass ich so schnell zum... Hoppla, nicht gleich den Kopf verlieren, junger Mann. So schnell zum Blutmond komme. Oh Gott, läuft alles? Ja, es läuft alles, Gott sei Dank. Jo, und da sind wir wieder. Was ich kurz gucken wollte, natürlich habe ich mein Bike nicht ausgeräumt. Aber schaffe ich das? Lass mal gucken. Wenn ich flüchten muss. Nee. Retourgang. So müsste es passen. Ja. Falls ich flüchten muss, würde ich gern die Möglichkeit haben, mich auf mein Bike zu schwingen, ohne dass mich die Zombie-Horden gleich niedermetzeln. Ja, da ist noch ein bisschen Munition drinnen. Gott sei Dank. Wir könnten eigentlich schon mal craften anfangen, so wie ich das sehe. Ja. Und zwar 9 mm. Ernsthaft, das braucht jetzt eine Werkbank? Schade, sage ich da nur. Schade. Ja. Nichtsdestotrotz. Wir legen mal ab, was wir sicher nicht brauchen. Den würde ich sogar noch als Backup behalten. Waffe der Wahl Nummer uno wird, habe ich Pipes mit? Ja, Gott sei Dank. Wird mal sicher die AK. Dann würde ich, ich habe noch keine normale 9mm, wie uncool. Dann würde ich die hier nehmen, dann den Composite Bow oder die Shotgun, das suchen wir uns dann aus. Das bedeutet, ich will die Munition komplett am Mann. Danke. Ich will auch die... Oh Gott, Gott sei Dank, ich habe mehr 9mm hier, als ich dachte. Die haben wir nicht alle aufgebraucht im letzten Lauf, oder? Die würde ich mal hier lassen. Die Arrows sind als Backup. Oh, wir haben auch noch Federn. Wir haben noch Bolzen. Das ist sehr schön. Die sind, die bleiben hier. Ja. Bitte sag mir nicht, dass ich für die... Dankeschön. 307? Ach ja, genau. Crafty die Craft. Und für die Steel fehlt mir noch das Rezept, oder? Nee, die brauchen... Was? Tatsache. Die brauchen andere Sachen. Okay. Dann haben wir das am Mann. Soweit, so gut. Die Shotgun-Munition ist Backup. Das bleibt bei mir. Das bleibt bei mir. Holz dürfte ich normalerweise nicht brauchen. Genauso wenig wie die beiden Sachen. Was zu futtern. Verband wäre in irgendeiner Art und Weise nicht schlecht gewesen. Was zu trinken. Reparaturzeug. Könnte jetzt Verschwendung sein, aber ich will den komplett repariert haben. Oh, wo kommt denn der her? Auf geht die wilde Sause. Hätte ich gesagt. Und das Reparieren vom Crossbow dauert so lang, weil... Ach so, weil die Dinger noch in Fertigung sind. Hello, Friendos. Nach Möglichkeit die Köpfe treffen. Mutti, geh weg. Sonst passiert das.
Puh. Wer hätte gedacht, dass ich so schnell zum... Hoppla, nicht gleich den Kopf verlieren, junger Mann. So schnell zum Blutmond komme. Oh Gott, läuft alles? Ja, es läuft alles, Gott sei Dank. Hallo, hier oben bin ich. Du kleiner Rüpel da unten. Man spuckt nicht, junger Mann. Na toll, jetzt habe ich wegen dir die zwei Stripperinnen verpasst. Sie dürfen durchgehen. Na, wo kommt er denn? Nee, du. Dankeschön. Bisschen Munition haben wir noch. Ach. Ach, komm schon. Ziel, Fuchsi, Ziel. Irgendwas ist da gerade gebrochen. Hoppla. Da hat's ihn aus den Socken gehauen. Bilde ich mir das nur ein oder gehen die etwas mehr auf meine Base? Arlene, danke. Ach, shit. Munitionsverschwendung. Was? Hey. Was wird denn das, wenn es ausgeschlüpft ist, Kinders? Ernsthaft? Kommt das von oben oder wie? Habe ich irgendwo ein Loch in meinem Käfig? Nee, also. Hört auf mit der Schande. Und tschüss. Oh shit, lad nach. Bitte. Danke. Okidok. 23 Uhr und noch lebe ich. Oh Gott, wie schlecht kann man zielen? Wie schlecht kann man zielen? Alter. Das gibt's jetzt aber echt nicht mehr, oder? Dankeschön. Da liegt sie in der Gegend. Unsere Kleine. Und eine neue Runde. Wow. Ernsthaft? Die hintere Madame treffe ich, die vordere nicht. Das schaff auch nur ich. Das war eine gute Runde, bis auf das, dass unsere kleine Stripperin nach unten geplumpst ist. Jetzt plumpst sie nirgendwo mehr hin, außer mit ihrer Hand in meine Schusslinie. Natürlich. Und tschüss. Kannst du umfallen, bitte? Allzu viel Munition haben wir ja leider nicht mehr. Insofern ist jeder Kopftreffer wichtig.
Ah Gott, und jeder Fehlschuss tut doppelt weh. Na? Wackel nicht so. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du nochmal aufstehst? Aline, bitte. Arrivederci. Pech ist er. Rülp's mich nicht an. Yep. Alter, seid ihr ein bisschen beheimat da unten? Mach mir langsam ernsthaft Sorgen um meine Base. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mein Moped startbereit hingestellt habe. Mein Ziel für den nächsten Blutmond ist es, so viel Munition zu haben, dass ich hier einfach mal reinhalten kann, ohne nachdenken. Das wäre echt schön. Allerdings ist meine 762er bald leer. Aline! Passt, das mit dem Nachladen hätten wir erledigt. Einfach draufhalten, bis nichts mehr drin ist. Puh. 20 Schüsse nach. Das war's. Oh shit. Natürlich. Dankeschön. Aline, bitte. Hör doch auf mit dem Blödsinn. Na toll. Wenn ich wenigstens eine vernünftige 9mm hätte. Aber nee, ich habe nur das Schrottteil. Ich meine, sie macht ja keinen schlechten Schaden, aber... Warte mal. Können wir... Pistolero. Nee. Brauchen wir noch einen, oder? Ja. Dafür haben wir schnellere Nachladezeiten. Mehr Damage. Was wir auch nicht merken werden, aber macht ja nichts. Hallo, hier bin ich. Ihr zwei Spezialisten. Oh Gott. Ich muss wirklich anfangen, Schuss mitzuzählen. Sonst wird das hier nichts.
La la la. Na toll. Wenigstens treffe ich einigermaßen. Und ich glaube, die Munition könnte reichen. Die Frage, die sich mir ernsthaft stellt, ist, wie schaut's da unten aus? Und plumps ist er runtergefallen. Ja, da ist er explodiert. Hier bin ich. Hallo, Freunde. Darf ich euch bitten, euch zu konzentrieren? Ist das zu viel verlangt? Nee, das ist... Oh, eine Krankenschwester, mal was ganz was Neues. La la la. Ernsthaft? Oh, die war noch geladen. Sorry, mein Fehler. Hoppla. Den wollte ich gar nicht treffen. Pfeil im Popo. Daneben. Mist. Die sollte ich sicherheitshalber nachladen, falls ein Polizist des Weges kommt. Ja klar, fall runter, bevor ich dich treffen kann, Verräter. Hallo, meine Damen und Herren. Hier spielt die Maus. Ja, schupf sie zur Seite. Ich habe keinen Schuss. Danke. Das kann durchaus übel werden. Ja, die Streuung ist genau für den Hugo. Weg, du Wicht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Pfeile da später unten herumgammeln. Oh, Hundis! Ich hab dir gerade den Hinterkopf tätowiert, Madame. Fall bitte um. Danke. Ja, Köter. Ich weiß doch. Also entweder bin ich zu doof für die Base oder sie, aber langsam bauen sie mir hier etwas zu viel um. Shit, gerade ums... zu spät. La la la. Ja,
klar, das hat sie jetzt gerochen, dass ich auf ihren Poppes gezielt habe. Und jetzt habe ich ihr unter der Achsel durchgeschossen, oder wie? Das war mal die Töle. Oh, da war schön, was der noch getroffen hat. Oh? Ja, irgendwo. Aber nix. Ja, wo bist du denn? So, du Geier. Ach du meine Güte. Aber Schluss mit lustig. Munition hätte ich ja wie gesagt genug. Alleine der Munitionsdurchsatz ist es. Warum? Huch. Blutmond überlebt, oder wie? Es sieht so aus. Ach ja, es ist 4 Uhr. Schmul. Ja, ja, komm nur, du Töle. Geh weg! Wisst ihr was? Der Hund geht mir aber so richtig am Trichter. Ich komme! Bauer, wo bist du? Natürlich. Ach, halt die Sabber. Ja klar, er trifft mich jetzt. Logisch. Hätten wir das geklärt. Danke. Erstmal was einpfeifen. Also, wir haben die Nacht überlebt. Es hat ganz schön Damage gegeben. Autschi. Ja, also 44er, 9mm, 9mm, na komm, mach auf den Sack. Toll. Hab Pfeile. Ja, 7,62er, es gibt sie ja doch. Zumindest ein paar Schuss. Ja, also ich glaube, diese Base werde ich zum nächsten Blutmond nicht mehr aufsuchen. Darf ich mal kurz mein Messer haben? Mach mal zu, die Bude. Die 9mm Munition können wir hier lassen. Die Pfeile genauso. Das bleibt hier. Repair Kits haben wir. Die Federn nehmen wir mit. Mit denen können wir eh nichts anfangen. Einen Gips. Juhu. Die bleiben hier. Also, wir brauchen nur 7,62er Munition machen, wenn du mich fragst. So. Dann würde ich gern mal meine Tools ein wenig schlichten. Und den Rest einfach take it. Hier haben wir jetzt sonst eh nichts mehr, oder? Nein.